Hallo, liebe Sammler-Wortzocker, was geht ab? Erstmal danke fürs Einschalten und willkommen zurück bei Sammeln Guide. Hier ist es die und ich werde jetzt ein kleines Video machen über den Cyrus, den ich letztens gezogen habe. Und ja, das war ein legendärer Moment. Das war die erste Rolle von meiner Summoning Session. Und ja, da bin ich ein bisschen ausgerastet. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn nicht, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das Video gerne noch anschauen. Und ansonsten werde ich jetzt einfach mal anfangen, ein bisschen über den Cyrus zu erzählen und mal zeigen, wie ich ihn so geruhnt habe. Und ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen gezockt, wie man sieht. Er ist bereits auf 6 Sterne und entwickelt. Und ja, ich habe, wie gesagt, mit den Runen ein bisschen ausprobiert. Dazu komme ich später gleich nochmal. Und ja, ich werde jetzt einfach mal kurz mit den Fertigkeiten anfangen. Nochmal kurz zeigen, was der so kann. Also erste Fertigkeit, schießt einen Feuerpfeil auf den Feind. Nichts weiteres, macht aber, wenn er gut geruhnt ist, wirklich Schaden, also nicht unterschätzen, die erste Attack. Und dann die zweite Attack, verbrennt Feinde mit einer Feuerdusche und fügt mit einer Chance von 25% pro Angriff 3 Runden lang kontinuierlichen Schaden zu. Und diese Attack, die finde ich wirklich sehr nice. Wenn man da ein bisschen mit Accuracy arbeitet, da hat man eine relativ hohe Trefferquote, sage ich jetzt mal. Und dann ist der kontinuierliche Schaden wirklich sehr hilfreich. Und ja, ist auf jeden Fall eine geile Fertigkeit. Und da kommen wir auch schon zu der dritten Attack. So, greift alle Feinde mit feurigem Atem an und verzögert ihre Cooltime für Fertigkeiten maximal. Und das finde ich übelst geil an dem Cyrus. Ja, mit den Cooltimes, das finde ich, ich finde das wirklich richtig fies. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt da eine Chloe im Team. Ja, und das Schild, das ist in einer Runde ready und da greift der Cyrus an. Da muss sie gleich nochmal 5 Runden warten. Und ja, das ist ein bisschen asozial, aber deswegen finde ich die Attack so geil. Und ja, dann kommen wir doch gleich mal zu den Runen. Ich habe ihn ein bisschen anders geruhnt als die meisten Cyrus, die ich bis jetzt gesehen habe. Und zwar, ja gut, da kann man sagen, mit den Runen, das ist immer so eine Sache, man kann die Monster eigentlich runen, wie man möchte, muss halt einfach ein bisschen für sich überlegen, was ist das Effizienteste oder für was kann ich ihn gut gebrauchen oder wie auch immer. Und ja, ich habe mir gedacht, die meisten haben den Cyrus als totalen Nuker geruhnt, also wirklich auf Crit-Schaden, Crit-Rate und Attack. Und das ist natürlich schon sehr geil. Also dann wird er auf jeden Fall eine ganze Menge Schaden raushauen. Und ja, das ist wirklich geil. Aber ich habe mir gedacht, ich werde mir mal eine extra Runde, also eine extra Runde Runenset reinhauen. Weil ich möchte einfach mal sehen, wie der so abgeht, wenn er da zwei, dreimal am Stück angreift. Und ich war eigentlich überhaupt nicht enttäuscht. Also der gefällt mir wirklich gut, wie er momentan geruhnt ist. Und deswegen lasse ich ihn fürs erste Mal so und ich werde jetzt kurz noch die Runen durchgehen. So, hier oben habe ich ja natürlich eine sehr nice Rune drinne. Da war Nebenset was von genau 21% Attack. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Das ist allerdings die einzige Rune, die wirklich so geil ist beim Cyrus. Die anderen Runen, die sind bis jetzt alle noch so ein bisschen. Ja, das sind halt 5-Sterne-Runen und die Nebenstats, an denen lässt sich auch noch ein bisschen arbeiten. Aber fürs Erste denke ich mal auf jeden Fall nicht schlecht. Man kann mal ein bisschen spielen so. Und ja, und genau. Ich werde jetzt einfach mal kurz einen Damage-Test machen und werde den mal eine Runde mitnehmen. Und ich habe mir gedacht, das mache ich mal. Ja, wo mache ich das denn? Ich gehe mal zurück. So. Ich werde mal in die. Nee, ich werde mal Kabi-Ruinen machen. Ja, ist natürlich klar, das ist jetzt ein bisschen der Cyrus, der würde da alleine durchrushen. Aber genau um das geht es ja. Ich will jetzt einfach mal den Damage so ein bisschen ausreizen und werde mir deswegen gleich noch einen Deathbreak mitnehmen. Ich werde mir noch Crit Rate mitnehmen und dann fehlt noch. Ach, no, ach so, nee. Ich will nicht den Bella, ich will den Orion, weil der hat einen AoE, Death, Defense, Break, was auch immer. So, und dann brauche ich noch die Garuda, die Konamia. Und ja, dann starten wir mal durch. Und ja, ich hoffe, der Cyrus, der haut jetzt mal was raus. Ein bisschen schade ist, dass man hier wahrscheinlich nichts von seinen extra Runde Runen sieht.
weil natürlich nach der ersten Attack bereits alles weg ist. Aber egal, ich werde jetzt einfach mal schauen, was der so raushauen wird mit den ganzen Buffs. So, Defense Break, bitte alle, bitte alle, bitte alle, komm schon. Jawoll, so, Attack Buff. So, ich werde da mal ein bisschen runterschrauben auf die 1. Und ja, was machen wir da? Ich mach mal. Nee, komm, ich mach die zweite Attack. Die dritte, die spare ich mir noch auf für in der letzten Runde. Und ja, ich hoffe auf einen Crit. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ordentlich was an Schaden. Ich habe keine Ahnung, wie viel das schlussendlich war. Ich habe nur so 3000, 2000, 4000, 3000 gesehen. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall Schaden. So. Dann wollen wir da mal ein bisschen durchrushen. Ja, da könnte ich eigentlich wieder mal ein bisschen schneller machen. So, die erste Attack 10.000 mit der ersten Attack ohne Defense Break und ohne Attack Buff. Und ja, das ist natürlich sehr nice. So. So, mach mal vorwärts. Ja, ein Crit. Genau. 11.000 war das Defense Break. Ich glaube nicht. Attack Buff hat er auch keinen. Also, ihr seht, 11.000 mit der ersten Attack. Das ist natürlich sehr geil. So, jetzt darf mir bloß der Odeon nicht sterben da. Aber das passiert schon nicht. So. Und die letzte Runde. Ich gebe noch mal ein bisschen Crit. So, Defense Break, es wäre zu schön, wenn es da wirklich, come on, come on, come on. Und jawohl, jeder einzelne Defense Break. So, und jetzt noch ein Attack Buff und dann kommen wir zu der letzten Attack. Ich werde da mal wieder ein bisschen runterschrauben. Und ja, so. Ein Crit, jawohl. Jawohl, 25.000, 22.000 und 23.000. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, kann man sagen. Ich muss allerdings sagen, ich habe schon Cyrus gesehen, die haben noch viel, viel mehr Schaden rausgehauen. Da wären das jetzt wirklich zwischen 30, 40 und 50.000 gewesen. Aber das sind halt die Cyrus, die wirklich überall 6 Sterne ruhen auf plus 15 und dann halt noch so auf Crit Damage und bloß Attack und Fatal und alles Mögliche geruht sind. Und wie gesagt, ich habe meinen momentan noch auf Extra Runde und ich finde, er macht wirklich Spaß so. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kleines Video und werde mal zeigen, wie er momentan so ausschaut. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten war es es eigentlich bis jetzt. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns in dem nächsten Video.